Herzlich willkommen zum Gemüsefallen-Podcast. Und damit begrüße ich wie immer meinen Co-Moderator Tom Arthur. Hallo Tom. Hallo Artischocke, schön, dass du mich wie immer begrüßt und hallo an das junge Gemüse, auch wie immer. Wir schauen heute die Folge 2 von Straight Family. Die erste Folge haben wir schon gesehen und wie beim letzten Mal angekündigt, ich vermute mal stark, es wird ab jetzt sehr viel saftiger. Beim ersten Mal wurden ja die Figuren so eingeführt, diese böse rassistische und homophobe Oma Magda haben wir jetzt zum ersten Mal gesehen und die macht jetzt hier Trubel bei diesen ganzen schwulen Familie. Die sah halt auch schon aus wie Eva Braun, also das muss gut werden. Ja. Legen wir los. Richtig. Für mich als Fußballer, das hat jetzt was mit Champions League zu tun. Ist das irgendwie eine Art Pokal oder so, dieses gläserne Ding? Ich Kennst du dich habe da aus? keine Ahnung. Aber ich Okay. würde sagen, irgend sowas wird es wohl sein. Okay. Und die Folge heißt Heimlich schwul? Heimlich schwul, genau. Ah, okay. Moment Ich merke mal. nichts davon. Ja, jetzt bin ich gespannt, weil die arbeiten doch sogar an der schwulen Bar. Ja, mal sehen, wem gegenüber das verheimlicht. Wahrscheinlich auf jeden Fall der Oma. Der rassistischen und homophoben Oma. Ich zitiere nochmal aus dem Klappentext. Das ist ein Zitat. Na, das ist Okay. eigentlich, das ist eine Kiezkneipe, wahrscheinlich, ne? Mal gewesen und jetzt haben die das halt so umgelabelt zu so einem, Ja, wahrscheinlich. Genau. Okay, weiter. Hallo Mama! Hast du abgeschlossen? Ja, hab ich. Also ich sag dir nicht nochmal, dass du dringend Urlaub benötigst. Hat so ein bisschen was von Dinner for One, oder? Ja. Wir stoßen an auf Admiral Schneider und Ja, was mir gerade aufgefallen ist, wie lang die in die Luft geguckt haben. Und ich dachte so, hä, hatte ich hier einen Synchronisationsfehler? Und dazu schauen wir es ja noch auf 1,3-fache Geschwindigkeit. Also, bisschen eigenartig für ein 7-Minuten-Format, dass sie sich so Zeit lassen. Sie Okay. guckt jetzt halt zu ihm hoch, so in den Himmel, Ja, so, oder? hast schon recht. Ich Es merke schon, ich. ist alles sehr surreal hier. Irgendwie Ja. Trotzdem. Es ist sehr, wie soll ich sagen, sehr theaterstückmäßig. Also ich finde, dieser Dinner for One-Vergleich, der passt dahingehend auch von der Inszenierung her. Also es ist halt so, ja, unrealistisch. Weißt du, wie die hier mitten in dem Raum sitzen, an dem Tisch. Also ja, es ist einfach wie auf einer Bühne, wie auf einer Theaterbühne Richtung Publikum. Und auch der Raum generell, also ja, ich meine, wie albern, da tun die vor irgend so eine schwulen Lampe, ist die Deutschlandflagge, und da hängt da ein Poster, Jesus Heads to Fathers oder so, und dann tun sie da auch irgendwas davor und ach, naja. Was Ziemliches Laienspiel, ja. ich ihnen geben muss, dadurch, dass es so surreal wirkt, liegt halt irgendwie so eine Bedrohungslage in der Luft.
Findest du? Okay, ich finde Tatsächlich, es eher ja. eine lustige Also Atmosphäre. ich warte jetzt darauf, dass die Oma die ganze Zeit so ausrastet hier. Was macht ihr für einen Scheiß oder so? Ja, das muss ich nämlich auch sagen. Also die Oma hat bis jetzt noch gar nichts gesagt. Das kommt jetzt hoffentlich. Na los. Ich weiß, wie Amazu sagte, mach dir keine Sorgen, Irinchen. Morgen wird alles besser. Nach Regen kommt Sonne. Er war so klug. Ach, Richard. Ohne dich ist alles so schön. Reicht. Hättest du auf mich gehört, wärst du jetzt nicht aus Pappe. Ich hätte das Essen beinahe vergessen. Ich habe sein Lieblingsessen gekocht. Richtig würdelos, ey. Ja, hast du schön Mikrowellenbräuner. Wie so Lieferando ist es doch, oder? Na Oma, erzähl doch mal. Wie gefällt's dir an der Ostsee? Alles alte Knacker. Scheiß Essen, scheiß Bier, scheiß Kneipen. Also wir finden es auf jeden Fall total schön, dass du gekommen bist. Mal wieder. Servicekräfte hätten in meiner Kneipe am Tisch nichts verloren. Hier minus unser Haus. Das ist so die Berliner Würze hier an dem Hähnchen. Mama, wo hast du das her? Die waren auf dem Tresen. Sollen wir die zum Ach, Braten tun? Natürlich. Natürlich sind da irgendwelche Pilze jetzt. Die Oma nimmt Drogen, dann wird das ja alles ganz lustig auf einmal, die Serie. Ah, okay. Ja, der hat doch hier diesen Beutel mit Pilzen, das werden safe irgendwie. Ich hab noch nicht erkannt, dass das Pilze sind. Ja, es werden Magic Mushrooms sein. Das so, dann kommt hier so eine typische Komödienszene, wo alle auf Drogen sind. Vor allem die Oma. Ich geh zu Oma, ja? Okay. Vor allem, wenn die Oma einmal kommt, dann hätte die doch auch einmal normal kochen können. Das war doch, ist jetzt auch kein 5-Sterne-Gericht hier, so ein scheiß Hähnchen ja. mit Kartoffeln und Mischgemüse. Meine die ist Fresse, ey. Berlin. Berlin ist es lecker. Weißt du, wie teuer es ist, den Gasherd anzumachen heutzutage? Sind wir eigentlich synchron? Bist du jetzt auf 4,53? Ja. Wir sind ja doch wieder so den einen Frame auseinander. Alles das klar, kennen wir. Alles klar. Du musst jetzt deiner Großmutter helfen. Ups. Was machst du hier? Hey! Hey, Mimik. Bitte wieder gehen. Hallo, Magda. Freut mich, Sie endlich kennenzulernen. Bitte, die ist doch nicht bescheuert. Bitte, geh wieder. Leo. Wer sind Sie denn? Ich bin Mehmet, Leos Freund. Mein bester Freund. Wo kommen Sie her? Ursprünglich aus Reinickendorf. Aus Reinickendorf? Das ist die Heizung. Haufen No-Homo-Typen, die Angst haben, dass du sie vergewaltigst. Und bei deiner Oma ziehst du so eine Show? Okay, wenn die wüsste, was hier läuft, dann fliegt wir achtkantig raus. Festsehen. Das ist doch unerträglich. Ja, und was soll ich machen? Soll ich zu Oma sagen, hey Oma, hey, ich habe aus deiner alten Bierkneipe eine Queerkneipe gemacht. Das ist doch toll, ne? Mann, Mehmet, der gehört das gesamte Grundstück. Ich denke, du bist der Erbe. Ja, solange wie ich alles mache, wie mein Vater davor und wie sie. Okay, wow. Ziemlich unspektakulär. Bisher, diese zweite Folge. Stimmt, die ist ja rum jetzt. Nee, eben, die ist rum. Jetzt kommt noch hier nochmal dieser Mehmet, der Schauspieler darf was sagen. Wir haben uns das gut sagen. Hallo, ich bin Armin, ich spiele Mehmet. Und Ach wie ihr Gott. Gerade in der Folge gesehen habt, tut sich ja Leo ziemlich schwer damit,
offen mit seiner Oma zu sprechen. Ich dachte, er sagt schon, wie ihr gerade gemerkt habt, tut sich in dieser Folge wenig. Ja, ja, schön, dass er uns auch nochmal erklärt, was passiert ist in der Folge. Danke. Wieso Dreijährige, ey? Als wäre der Zuschauer ja so minder bemittelt oder ja, fünf. Ja, ja, naja, gut. Ist halt klar, an wen sich das Format richtet, halt an sehr, sehr junge Leute. Ist so von wegen, ja, jetzt macht nochmal die Kommentare heiß. Gut, am Ende des Tages sind die bei Funk halt auch einfach nur Klick- und Kommentarhuren. Also die betteln hier nach Kommentaren, schön unter jedem Video. Bitte, wir brauchen die Aufmerksamkeit, damit wir nochmal Gelder kriegen von Funk. Das muss sich ja auch lohnen. Aber mal, ich frag dich jetzt mal ganz blöd, wo war denn die Oma bis jetzt, transphob oder irgend sowas? Bisher gar nicht. Also die hatte diesen Spruch gebracht von wegen, wo kommen sie her, der natürlich so eine eindeutige... Ach, der ist ja hauptrassistisch, ja. Ja, genau. Das soll natürlich so insinuieren. Ja, kommen sie denn wirklich her, weißt du? Er hat ja gesagt, das aus Reinickendorf. Da hat die dann übelst gelacht. Aber da hat sie nicht nachgefragt, weil das war doch immer so das Funkframe so. Und der richtige Rassist fragt dann, ja, aber aus welchem Land kommen sie denn wirklich, so, weißt du? Ja. Bisher ist es irgendwie sehr, also auch wenig Konflikt. Ich meine, wir sind jetzt schon bei der zweiten Folge von 5. Bisschen eigenartig. Die Oma, die müsste jetzt eigentlich mal richtig vom Leder ziehen. Ich erkenne Parallelen zu Aufgestaut. Bei der dritten Folge wurde es dann Matt. Da wurde es richtig Matt, ja, deswegen hoffe ich drauf. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier Schluss und machen dann gleich die nächste, ja. Oder wollen wir die gleich reinnehmen jetzt? Wenn das geht, können wir das gerne machen. Ich hoffe nur, wir kriegen dann hier keine Probleme. Ich versuche das mal, und zwar... Genau, Nackt und Hai heißt die nächste Folge. Episode 3, okay, hab ich. Sekunde. Warte, VOC spackt. So. Ich hab oft 0 Sekunden. Hallo, Gerald? Ja, es läuft, wunderbar. Hast du schon eine neue Familie? Nein, Gerald, nein! Hier ist furchtbar, wirklich! Irina, die Mutter hasst mich nie allein! Und hier sind so komisch. Morgen kommt die Oma und alle sagen, die Oma komisch ist. Also, die komisch finden die Oma komisch. Wir müssen für die Oma lügen. Nein, ich kann nicht mehr. Hier sind alles verrückt. Das ist lustig, weil die nicht so gut Deutsch spricht. Hinter der Bar. Und sind alle so verrückt. Das ist lustig. Keiner ist vegan? Die ist, ich wette, die ist vegan oder vegetarisch. Die hat doch gerade das Fleisch in die Serviette gespuckt. Und ich bin wieder ein Frame hinter dir, Entschuldigung. Bist du? Ganz sicher, aber das kam mir schon bei 1,7. Wir müssen vielleicht auch die Geschwindigkeit nochmal abgleichen. Also ich bin bei 1,3V. Na gut, wir gucken nochmal kurz die Szene. Weißt du, die steckt sich hier das Essen in den Mund. Ja. Weil ich mache nochmal hier ab 1,4. Und dann mache ich mal Stopp, wenn sie es wegspuckt. Gucken wir mal, ob wir synchron sind. Hast du es gesehen? Ich bin jetzt bei 1,19 gerade. Ach so, das sind wir leider nicht synchron. Naja. Aber hier steht auch 1,19 bei mir, also sie spuckt jetzt gerade rein. Alles klar. Okay, dann ist einfach ein bisschen strange. Okay. Danke. Wenigstens ist es kein Schweinefleisch, sonst wäre Mehmet jetzt ja richtig hier vom Arsch, ne? Ja, genau. Ja. Willst du noch was? Das Bier sieht gut. Das Bier sieht gut aus. Was? In Deutsch heißt es, das Bier sieht gut aus. Das habe ich gesagt. Nein. Schmina, wie alt bist du nochmal? 15. In einem Jahr kriegst du ein Bier. Aber wir sind hier nicht so. Ich habe Nein gesagt, leider. Sei mal nicht so Nazi, hat sie gerade gesagt. Das ist die schlimmste Beleidigung überhaupt der Welt. In Berlin vor allen Dingen. Oha. Ja, und wie er auch geguckt hat gerade, wie entsetzt. Ein Jahr kriegst du ein Bier. Aber wir sind hier nicht so. Ich hab Nein gesagt, Lara. Sei mal nicht so Nazi. Bist du okay, Oma? Ja.
Er hat heute Todestag und ihr streitet euch. Ich streite nicht, sie streitet. Papa hat eh nichts mehr davon, dass wir hier alle sitzen. Ich muss nicht mehr haben. Ich aber. Oma, kann man dir noch irgendwas Gutes tun? Möchtest du ein Kissen haben für deinen Rücken? Ich möchte gerne eine gesittete Atmosphäre in meiner alten Kneipe haben. Aber das ist ja wohl zu viel verlangt, oder? Ich bin ganz auf deiner Seite, Oma. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das ist irgendwie nicht genau, oder? Mensch, Leo. Entspann dich doch mal. Entspannen? Ja. Okay, du meintest, ich sollte auch ein Jahr abhauen und chillen, so wie du. Ist das, was du mir vorschlägst, ja? Genau so. Vielleicht sollst du das noch machen. Schön mal Thailand. Oder mal so ein Meditationsretreat oder so. Gott, was ist, was gucken wir hier? Hm. Also, soll das jetzt hier so ein Konflikt sein? Ja, es ist irgendwie ein bisschen lasch. Also, da merkt man auch, dieses ganze Konzept ist halt ein bisschen für den Arsch. Also, ja, alle sind hier schwul und das wird so aufgezogen, als wäre das super schlimm. Ich meine, hier, diese, ich zitiere nochmal, rassistische und homophobe Oma Magda, die hat eh nichts zu sagen. Die ist eh von, also, das ist nicht mehr der ihre Zeit. Also, und wenn, vor allem sehen die das ja alle in der Familie gleich. Die sind ja alle schwul. Aber also, die Oma ist bis jetzt die normalste. Also, jetzt abseits der ganzen Sexualitätsgeschichte, die, ne? Ja, ja, die ist auch schon so ein bisschen, also so sehr, wie soll ich sagen, so unfreundlich einfach. Ja, aber das passt. Die normalste ist die Mutter. Ich bin der Meinung, die normalste ist die Mutter und hier die Xenina, die Spannerin. Und die soll 15 sein? Nimmst du deinen Freund mit? Ach, soll die nur 15 sein? Okay, krass, okay. Weil die kein Bier trinken darf? Irgendwie so, ne? Nimmst du deinen Freund mit? Okay, schon. Nachtisch. Und seid. Also ich will bloß mal einwerfen, man sieht überhaupt nicht, dass er schwul ist. Also nee, der spielt das so hetero. Ja, das sieht man auch nicht bei jedem. Ich wette, die Oma weiß das auch alles schon. Vielleicht, ja. Eine neue Familie? Toll. Und wann? Aha, super. Oh, kannst du morgen in den Anruf fahren? Heute ist... aha, super. Oh, danke, danke, Gott, danke, ich freue mich. Ich will auch eine neue Familie haben. Ich will einen neuen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber wir können nicht alles haben. Aber manche Wünsche sind näher als andere. Ja. Nein, doch, komm mal rein. Mein Gott, was passiert hier, Nana? Oh, Leo. Was ist das hier? Die brennen Schlaps? Okay, die brennen Schnaps, bauen Pilze an und ich glaube, eine Graspflanze habe ich auch gesehen. Läuft bei denen, oder? Ganz normale Tätigkeiten im bunten Berlin, ja. Sieht in jedem Keller gleich aus, damit. Ja, immer mit diesem Schwarzlicht. Ja, das ist ja nicht. Bist du sicher? Wenn du trinken willst, trink. Ja, trink halt einfach mal so. Du bist auch gar nicht blind davon. Wenn du eine andere Familie willst, dann... Vertrau mir, Frau. Eine neue. Und wenn du mal weg musst, für ein Jahr, irgendwo anders hin, dann... gehst du halt weg. Hey. Easy, Vanilla. Mein Gott. Wie weißt du, dass die Frauen und mich die Männer bist? Na, wenn der Zeigefinger kürzer ist als der Ringfinger, dann bist du auf jeden Fall lesbisch. Was? Dein Ellenbogen heißt, dass du auf Jungs stehst und dein Ringfinger heißt, dass du auf Mädchen stehst. Dann bin ich ungefähr hier zum Beispiel. Du bist hier. Was ist denn das für ein Gespräch? Hölle.
Ja, wen interessiert's, wie sehr du auf Frauen oder Männer stehst? Mein Gott. Und das hat ja schon fast so was aus dem Mittelalter so. Ja, hier, wenn der in einer Finger so lang ist, dann bist du eine Hexe. Ja. Ich habe auch bei dieser ganzen Szene mal wieder das Gefühl, die Szene ist in Gedanken größer gedacht von den Autoren, als sie letztlich umgesetzt ist, weißt du? Also so eine Szene kannst du vielleicht nach, was weiß ich, nach 3 oder 2 40-Minuten-Folgen haben, wo die Charaktere wirklich ausgearbeitet sind, dass sie sich dann kennenlernen und eine tiefe Freundschaft entwickeln. Aber ich meine, wir sind ja nach 20 Minuten, wir haben jede Person hier mal 2 Sätze sagen hören, effektiv, und das war's. Also da fehlt für mich jetzt die Tiefe hier einfach. Warte mal, mir kommt gerade die Befürchtung auf, wir hatten doch letztens diese eine Sache uns angeschaut von dieser Vierecksbeziehung oder was das war, die Erde retten wollen. Ja, ja, genau. Was so ein Improvisationstheater letzten Endes war. Ist das hier auch so? Ich schätze nicht, da gehe ich safe davon aus. So stelle ich mir das vor. Ja, irgendwie fehlt so jetzt die klare Richtung. Also, hast recht, dafür würde auch sprechen, dass zum Beispiel die Oma gar nicht so abmittelt. Also, wenn ich das schreiben würde, dann würde ich doch wirklich sagen, und gerade so eine Komödie, die sehr kurz ist, bam, der erste Satz, den die Oma rauslässt, das ist gleich der lustigste rassistische Spruch, den du je gehört hast. So. Ja, oder, also ich weiß jetzt gar nicht, ist es eine Komödie oder soll es eine sein? Ich glaube schon, ne? Naja, mal wieder dieses typische Dramedy, ja. Also Drama und Komödie, weil wir sind ja auch, wir wollen ja auch ernste Themen rüberbringen. Also die Oma hätte ich zum Beispiel gar nichts sagen lassen eine Weile. Immer nur so Minenspiel. So Sachen, die sich da eignen. So. Ah, ne, das wäre ja noch langweiliger. Das hätte so für mich so Spannung aufgebaut. Gerade wenn du sie hier als zweiten Hitler unterbringen willst, so, dass keiner weiß, was ist sie jetzt eigentlich. Aber ja, im Moment ist es hier alles nichts. Ja, bist jetzt sehr mau. Dein Kleid ist super schön. Ja. Willst du es haben? Ja. So, ich muss pausieren. Also es ist, ich weiß zwar nicht, was ich sagen soll, aber es ist gerade so absurd hier. Also sehen wir gerade dieselbe Folge? Schon, also ich weiß auch gar nicht, was ich sagen soll. Also ich muss dazu ehrlich sagen, ich habe mal kurz Alt-Tab gedrückt, weil ich im Browser lesen wollte, so ein bisschen, was die Serie angeht, was die FAZ dazu schreibt. Dann springe ich wieder rein, auf einmal steht da diese Tante im Bikini. Ja. Also die Aushilfe wohlgemerkt, ja, mit dem Kleid von der, Genau, und die Aushilfe ist da übrigens am Rumtanzen. Was? Wie bitte was? Was ist da gerade passiert? Oh Gott, ja. Also ich bin gerade die Oma so vom Blick so. Ja, genau. Also ich fühle mich hier auch schon dement, muss ich sagen. Also ich habe das Gefühl, ich kann das nicht mehr alles aufnehmen. So, hier dieses Interview am Ende, ich finde ja auch interessant, den Pullover. Ne? Ach du Scheiße. Siehst du den gerade? Ja, Loved steht da drauf und auch dieses, also an den Ärmeln und am Hals, am Kragen so Regenbogenfarben. Aber sie ist intellektuell, sie hat Bücher hinter sich. Das ja, ist, genau. Ja. Bestimmt der Koran. Ne? Spaß. Hallo, ich bin Adriana, ich spiele die Jimena und in dieser Folge ist sie gerade ein bisschen high geworden, obwohl sie nur Alkohol trinken wollte. So, die Frage ist, was ist eure schlimmste Erlebnis mit Drogen? Erzählt das uns bitte. Schreibt die Kommentare und... Hä? Wie bitte was? Was ist denn das? Wer hat sich denn das ausgedacht? Erstmal, dass sie am Ende so nochmal... Also ich bin wirklich dankbar, dass die Schauspielerin am Ende erklärt, was in der Folge passiert ist. So, sie wollte eigentlich nur betrunken werden, aber ist heil geworden. Okay, gut, dann hat sich das für mich so ein bisschen geklärt. Aber was ist denn das für ein Konzept? Schreibt uns jetzt so, was euer schlimmstes Erlebnis war oder peinlichstes Erlebnis unter Drogen oder was weiß ich. Hä? Das hat doch gar nichts mit dem Thema der Serie lesbisch, schwul, straight, wie auch immer zu tun. Es erinnert alles irgendwie so für mich so an die 2000er bis 2010er
wo so jede Schul-AG so mal so ein Videoschnipsel gedreht hat. Ja, Irgendwie genau. so. Genau, und das ist hier wahrscheinlich von, und vor allem so von 5 verschiedenen Klassenstufen zusammengesetzt. Oder 5 verschiedene Klassen. Wisst ihr, die Klasse 8a, die hat hier die Folge 1 gedreht. Ja. 8b, die Folge 2. Und am Ende schreibst du drauf Filmförderung so und Funk und steckst da halt 10.000 Euro rein. Das reichte gar nicht. Und dann passt es. Du hast doch ein gutes Gedächtnis. Wie hieß dieses Videoschnittprogramm? Automat X oder so? Was Kann diese sein. eine Partei da benutzt hatte bei der Ich habe keine Berlinwahl. Ahnung. Okay, ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß grob noch, was du meinst. Das fehlt ja noch so Ah. erstellt mit Automatik. Ja. Okay, machen wir gleich die vierte Folge, oder? Wir sind noch nicht mal bei einer halben Stunde. Es ist ja wirklich. Willst du es jetzt hier durchmetteln? Ja, wir ballern das jetzt durch. Wir Ja, ballern das scheiß drauf jetzt. richtig Ihr kriegt jetzt hier eine durch. Stundenfolge, Leute. Ja, genau, Leute. Let's Die geben go. sich keine Mühe, da müssen wir uns auch keine geben. Ja, genau. Genau, da kennen wir nichts. Also ich habe die Folge 4 reingelegt in unser Programm. Drück mal kurz Play, ich habe noch nichts gemacht. Mal schauen, was Achso. passiert. Warte Ja, mal. jetzt ist die Oma da zu sehen. Nee, Hallo, ich sehe die Jan? Junge. Nee, dann Ah. hast halt die Folge 3 noch. Ich sehe das Okay, auch in vorhin unserem hat das nicht Programm. funktioniert. Okay, warte Ja. mal. Achso, ich weiß, wie es funktionieren könnte. Warte. Hast du jetzt die Folge 4 vielleicht offen? Ich das jetzt hier. Jetzt raucht sie einen Jetzt Joint. Ja, jetzt hat es müsste es. Ja, funktioniert. genau. Ich habe jetzt den Dreh raus. Okay, wir machen weiter, ja? Mal gucken, ob sie Geschwindigkeit gemerkt hat. Feuer Ja, frei. ja. Here's what we do. I am your mom. Yeah. So listen. You're gonna say exactly what you want to say. Okay. Mama. Mom. I'm gay. I'm gay. Lesbisch, queer, whatever. You will not inherit anything your father left us. And I never wish to talk to you again. This was the worst case scenario. Now, let's do it again. Mom, I'm a lesbian. I love women. I can't. Ich muss mal kurz pausieren, dass ihr merkt schon, ich bin so ein Konzeptmeckerer, aber findet ihr, liebe Serienmacher, ihr habt hier eine 6,5-Minuten-Folge. Die Serie geht insgesamt 5 mal 7 Minuten. Knapp über eine halbe Stunde. Findet ihr, es ist eine gute Idee, wenn so schon der Hauptteil, die Haupthandlung kümmerlich ist, dass ihr dann noch so eine Art Rückblende macht in irgendeiner Zeitebene? Also diese Person hier zum Beispiel links, die ist doch für die Handlung gar nicht relevant. Gut, es geht hier in der Szene darum, dass sie uns jetzt zeigt, ja, wie sie erklärt, dass sie schwul ist und so. Aber warum machen sie das dann auch auf Englisch, diese Szene? Warum kann der denn wenigstens Deutsch sprechen? Na, sie Also war doch klar, die sind in ja alle so Australien irgendwie Multikulti. da. Nee, sie war doch in Ah, stimmt. Australien oder keine Ahnung, Ja, wo dann das jetzt schicken war. sie die der Handlung wegen, was weiß ich, nach Österreich. Oder die trifft da einen anderen Deutschen. Ach, oder tut's doch wenigstens untertiteln. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum das schon ein Sechstel der Folge eingenommen hat. Ja! Das hätte man so in so einem, keine Ahnung, 20 Sekunden Rückblick machen können. Eben, und das meine ich. Also, so schon die Haupthandlung kann hier wirklich nur kümmerlich behandelt werden, weil, also, das sind wirklich manche Serien länger. Eine Folge, weißt du? Solche Ja. 40-Minuten-Serien. Und dann machen die hier sowas. Oh, das ist keine gute Idee. Das ist wieder dieses Ding, viel größer gedacht, als es am Ende werden kann. Ich glaube, vielleicht denen wurde auch versprochen, eine längere Serie zu produzieren und es wurde dann vielleicht hinterher so runtergestutzt. Nee, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Dann wäre es nochmal ganz anders. Dann wären die Szenen viel gestreckter. In dem, was sie sagen. Also. Noch? Naja, die musste Ja, irgendwas ja, ja, dann ja. zurecht. Ja, Ja. ja. Ist eigentlich auch egal. Ist Ja. egal. Okay, weiter. Well, technically I can still have children. was raising Lizzie. Wir haben eine Schnapsbrennerei gefunden. Au! Na,
Dara hat ihre Tage. Ich glaube, ich helfe mal kurz, ja? Ist nicht dein Ernst, oder? Was denn? Wenn die ist 15, natürlich hat die Bock auf Schnaps. Es ist nicht einfach nur Schnaps. Entschuldigung. Was ist denn jetzt? Es ist Schnaps mit extra Schuss sozusagen. Ja, erstens das und jetzt, ich verstehe jetzt nicht, was das jetzt hier werden soll mit der Disco-Kugel. Wahrscheinlich hat die auch noch einen Rückblick. Also die muss doch auch irgendwie lesbisch sein. Ich meine, die ist sehr. Ja klar, die hat doch mit der Hund gemacht. Ja, gut, ja, klar. Aber warte mal, das heißt, die hat eine 15-jährige verführt. Ja, Oh je. Ich sehe den Pedobär schon wieder irgendwo hier. Naja. Wie alt ist die Lara? Wie alt ist die gewesen? Ja, die muss ja schon so 18 sein. Mit der Schule fertig. Mhm. Da müssen wir nochmal reden. Aber gut, ich meine, die wählen bestimmt Grün. Die wollen da ja eh was drehen. So nach dem Motto, warum kannst du mit 16 Bundeskanzler wählen? Ja, da sollst du doch auch mindestens, ne? Deinen Partner wählen können, genau. Ich meine, in anderen Ländern, da heiratest du schon mit 6. Da dürfen wir doch auch nicht rückständig sein. Richtig. Du hast recht mit dem Rückblick, oh Gott. Ja, was kommt denn jetzt hier? Also, das ist so überdramatisch, auch die Musik. Okay, sie also hat bloß einen scheiß Trip gerade. Nach allem, was heute passiert ist, muss ich es mir sehr überlegen, ob ich euch meine Kneipe vererben werde. Ich habe für diese Kneipe hart gearbeitet. Ihr wisst ja gar nicht mehr, was das ist. Ich habe die Bar meinem Sohn verpachtet. Und nach seinem Tode habe ich euch mein Vertrauen gegeben. Na, was soll denn das? Mag dich. Jemand ein Bier? Ich aber. Irene, es ist mir ein Rätsel, wieso du so ruhig dasitzen kannst. Leopold hat keine Freundin. Und bei den verrückten Ideen von Lara, wenn das so weitergeht, wirst du nie Enkelkinder haben. Lara ist in einer Phase. Sie muss sich finden. Wie finden? Nichts finden. Ich habe mich schon längst gefunden. Okay. Mama. Mehmet ist ja Leos bester Freund. So eine Freundschaft, die hätte ich auch gerne. Stehst du? Boah, ich muss jetzt hier mal kurz Pause machen. Irgendwie. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist so lahm. Also der Hauptgag war jetzt die letzten Minuten, die Ximena ist auf Drogen und betrunken und die Oma sieht dann aus wie ein Küken. Ja, und dann haben wir jetzt hier so diese halbherzige Coming-out-Szene gehabt. Also wenn das Thema so wichtig ist, dann hätte man das auch noch viel tiefer machen können. Jetzt geht es hier schon wieder zu den beiden. Wir haben 2023, wir haben nicht 1980. Also, ja. Gut, wobei ich dazu sagen muss, das sowieso nicht klar, aber ich meine, ich kann dahingehend die Mutter ja schon ein bisschen nachvollziehen, gerade wenn du zwei Kinder hast und naja, du kriegst dann so letztlich vermittelt, naja, du wirst jetzt gar keine Enkelkinder haben. Also, boah, das stelle ich mir schon wie einen Schlag vor, muss ich ehrlich sagen. Ich habe bloß die ganze Zeit gedacht, die wüsste das schon längst. Nee, weißt du? Ja, wahrscheinlich nicht. Also in den vorigen Folgen dachte ich das auch komischerweise. Ja. Also das, genau, das ist auch so ein Ding. Das kommt jetzt erst hier so neu raus, dass die Lara so unter Druck steht, dass die das erst sagen will. Wobei, ich glaube, in der ersten Folge kam das schon. Nee, stimmt, ich nehme alles zurück. Wir haben gerade Scheiß erzählt. Es ist einfach das Problem, wir haben die erste Folge ja vor ein paar Tagen erst geschaut. Da hatte ja das nämlich die Lara hier ihrem Bruder erst gesagt. Hier, ich bin lesbisch. Weißt du, das war das ja ganz ist doch eine Neuigkeit. Okay. Genau. Ja, verzeiht, liebe Zuschauer, ist einfach ein paar Tage her, die erste Folge. Für uns. Keine Ahnung. Hey. Bleib einfach ganz ruhig, ja?
klar. Ey, wenn du jetzt nicht wieder reingehst, ist es wie aufgeben. Also sie hat es bei mir verkraftet, sie wird es bei dir auch verkraften. Warte, warte, warte. Die homophobe Großmutter verkraftet, dass der Sohn schwul ist. Aha. Nee, ich glaube, es ging um die Mutter. Nee, es ging doch um die Mutter. Ah, okay, okay, okay. Sie ist ja jetzt auch sauer, dass die Mutter das jetzt noch nicht verkraften kann, aber wie er meint, die wird es schon überwinden. Ah, verstehe, verstehe. Mhm. Ja, aber du hast schon recht. Also auch da wieder, ihr merkt schon, ich mache immer denselben Punkt, aber das ist einfach, die Idee an der Serie ist doch Schwachsinn. Du hast so viele Figuren, so. Und dann musst du dich doch in der Kürze der Zeit auf was konzentrieren. Dann müsste, und in der, also dieses Hauptthema ist doch eigentlich, die Oma hier ist laut Anzeigentext rassistisch und homophob. Dann muss es doch die, mit der das Hauptkonfliktpotenzial geben. Jetzt kommt hier noch dieser Nebenschauplatz auch von wegen Konflikt mit der Mutter, dass du der noch sagen musst. Schwul. Das müsste sich ja alles auf die Oma konzentrieren, da wäre das viel lustiger. Das ist alles so halbgar. Andermann. Ich glaube, die Oma stirbt einfach am Ende. Und dann erben die fällt die Kneipe und fertig. Ja, Herzinfarkt. Okay. Im Schock. Ich will mich nicht mehr rechtfertigen müssen. Ich will auch kein Kleid mehr anziehen, damit es dir besser geht. Ich mach da nicht mehr mit. Du musst keine Angst haben, mich zu verlieren. Ich bleib immer ich. Das war's schon, na gut. Hallo, ich bin die Valentina und ich spiele die Mutter und meine Tochter Lara hat sich gerade geoutet. Wie ist das bei euch, aus eurer Erfahrung? Habt ihr euch schon mal jemandem anvertraut, ja, und der seine Reaktion war nicht das, was ihr erwartet habt? Das würde uns wirklich sehr, sehr helfen und sehr interessieren. Schreibt es in die Kommentare und schreibt uns, wie ihr die Folge... Boah, in Folge 5, da geht's wirklich ab. Da geht's wirklich ab. Das ist so Clickbait jetzt überhaupt. Ich glaube, du bist gemütet, Arti. Ja, Gott. War vielleicht doch besser so. Ja, war vielleicht doch besser so. Ja, oh Gott. Das ist so einfach wirklich... Ja, ist euch schon mal dies und jenes passiert? Bitte schreibt uns in die Kommentare. Wir brauchen jeden Kommentar unter dem Video, damit es mit der Förderung noch klappt. Kannst du dann mal nebenbei schauen, bitte, wie so das, also wie das Kommentarverhalten ist? Gibt es da überhaupt welche? Ja, gute Idee. Also hier YouTube, Straight Family. Können wir einfach mal Episode 1. Immer die Episode 1. 4 jetzt hier als Referenz. Ach so, na, okay, warte, Episode 4. Erstmal geschaut, haben das 26.839 Leute. Mhm. 553 Daumen nach oben, nur 15 nach unten. Und es hat schmale 51 Kommentare. Also gut, bei 26.000 Aufrufen, 51 Kommentare, können wir jetzt überlegen. Es geht wahrscheinlich, aber... Ja. Aber das Like-Dislike ist ja lächerlich. Also, lächerlich gut, würde ich sagen. Ne? Ja, also. Ja. Gut, ich denke, es liegt einfach daran, dass kein Schwein von dieser Serie mitbekommen hat. Wisst ihr, das haben halt nur einige Ausgewählte mitbekommen, die das eh cool finden. Die 500 Daumen meinst du, sind sozusagen funkintern, ja? Ja, oder so im weitesten Sinne Funk-Anhänger, wisst ihr, die Funk eh gut finden, die da vielleicht von Format X oder so drauf gestoßen werden. Da gab es vielleicht mal einen Bericht in dem und dem Magazin, hast du nicht gesehen. Es würde mich schon fast nicht verwundern, wenn so bei in diesem Funk-Medienhaus oder was immer das auch dann ist, jede Woche so ein Rundbrief rumgeht mit den neuesten Veröffentlichungen, die du dann als Mitarbeiter gefälligst zu liken hast. Ja. Damit die anderen nicht gegenliken. Ja. Ah, Gott. Nee. Ja, und dann hier die Kommentare sind aber wirklich, das sind wirklich viele, die schreiben, ja, bei mir war das so und so, also die jetzt einfach hier diese Frage beantworten. Aber gut, ist ja auch logisch, okay, ja. Über die Serie kann man ja nicht viel erzählen. Ja, es passiert ja nichts. Ganz ehrlich, es passiert ja nichts und es ist ja todlangweilig. Oh Gott. Na gut, wir ziehen jetzt noch die Folge 5 durch, oder? Das ja, wird hier einfach eine schöne lange Folge. Große Finale des Nichtspassierens. Ich bin. Genau. Die Nation vor den Fernsehern bebt. Jeder ist gespannt, was passiert. Ich ziehe mal hier die Episode 5 rein. Ist das jetzt bei dir offen? Wahrscheinlich. Hat es geklappt? Willst du mich verarschen? Ja. Warte mal. Siehst du jetzt hier so eine Männer-Dusche? Noch nie. Machen wir mal Play.
Naja, dann hat es wahrscheinlich doch nicht geklappt. Jetzt geht Folge 1, was zur Hölle? Ja, nee, du musst das nochmal da reinziehen in den VLC-Player, bitte. Krieg mal hin. Ja, ihr merkt schon, das ist ein bisschen improvisiert, aber. Das machen wir sonst immer in den Pausen. Ja, das machen wir sonst in den Pausen. Genau. Ah. Ich hatte ja noch ein Problem. Ich denke, wir müssen jetzt hier abbrechen, tatsächlich. Warum? Zulu? Weil ich hier eine andere Datei habe, weißt du. Ach so! Okay, alles klar, alles klar. Du hast ja die Folge 5 erst noch nachgezogen. Ich habe hier 6 MB mehr. Wie immer das ich auch geht. Ich habe 6 MB mehr, ja, okay. alles klar, Leute. Aber waren wir denn jetzt nicht wenigstens synchron? Also siehst du hier auch diese Männer-Dusche? Naja, so, ich bin jetzt aus irgendwelchen Gründen in Folge 1. In der Zugszene. Schade, dann müssen wir das einfach nochmal nachreichen. Ja, passt schon. Das große Finale verdient eine eigene Folge. Genau. Das ist einfach unsere Clickbait-Strategie. Und jetzt schreibt uns doch mal, was war euer schlimmstes Erlebnis, als ihr Leuten erzählt habt, dass ihr schwul seid oder dass ihr, was weiß ich, die AfD wählt oder was weiß ich. Erzählt uns doch mal. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Und schaut gerne beim nächsten Mal vorbei. Denn dann wird es hier richtig krass. Dann behandeln wir die Frage, was war denn euer schlimmstes Funkformat, über das ihr je gestolpert seid? Ja, genau. Ja, dann, liebe Leute, wir sehen uns gleich zum großen Finale. Bis dahin. Jo, macht's gut.